einfach, Simula, Glückwunsch zum Sieg. Danke. Jetzt die Saison hier mit dem Heimspiel abgeschlossen. Wie wichtig war denn jetzt das Spiel für das Endspiel nächste Woche? Ja gut, es ist sicherlich wichtig, im Rhythmus zu bleiben, ne? Und es war sicherlich auch sehr wichtig nach dem letzten Spiel vergangene Woche, dass wir zu Hause den Fans nochmal einiges bieten. Es war natürlich auch so, dass für Felbert ging es eventuell schon nochmal um irgendwas. Und wir wollten ja jetzt auch nicht uns irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen zu Hause. Von daher haben wir trotzdem Vollgas gegeben. Ne? Ja, sehr gut. Jetzt hier der Trophäen, die Meisterschale bekommen. Wie sehr ist das denn vielleicht auch nochmal ein Anreiz gewesen für nächste Woche, da auch nochmal alles rauszuholen und vielleicht da auch die nächste Trophäe dann einzusammeln? Ja, jetzt, wenn du so in der Hand hast, ist nochmal eine andere Geschichte, ne, als vor ein paar Wochen, wo wir es natürlich schon ordentlich und ausgiebig gefeiert haben. Aber jetzt mit der Schale in der Hand ist natürlich nochmal eine Ecke geiler und ich habe auch nichts dagegen, wenn wir den zweiten Pokal dann auch noch mitnehmen. Perfekt, danke. Kein Problem. Glückwunsch zum Comeback, sag schon mal, okay. Ich glaube, das war ein Gänsehautmoment für das ganze Stadion, nach so langer Leidenszeit dann doch im letzten Heimspiel noch auf dem Platz zu sehen. Erzähl mal, wie hast du das erlebt, wie hast du dich gefühlt? Ich glaube, für mich war es ganz ähnlich. Also nach so einer Scheißzeit, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch, dann am letzten Spieltag, wenn die Meisterschale übergeben wird, bei Sonnenschein bei 2-0 reinzukommen, also es gibt eigentlich nichts Schöneres, gerade auch mit den ganzen Rückschlägen, die ich hatte. Also ich war überglücklich, ich habe jetzt wieder Gänsehaut, ja, wie das ganze Spiel über auch und ja, unbeschreiblich. Ja, über eine halbe Stunde jetzt auch schon heute gespielt. Wie sieht's aus für nächste Woche? Bist du da fit, bist du da dabei? Ich bin auf jeden Fall fit. Ich glaube, das war heute ganz gut. Körperlich habe ich mich gut gefühlt. Und ja, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ne? Das sind Schritte, die wir gehen muss. Mal gucken, wie die Woche läuft, was der Trainer sagt, wie das Spiel verläuft. Werden wir sehen. Ja, aber war ja heute auch ein schöner Anreiz, heute die eine Trophäe zu bekommen, dann vielleicht nächste Woche weiterzuarbeiten und direkt die nächste Trophäe wieder einzusammeln. Ja, ich glaube, darum muss es gehen. Ne? Also, wir haben jetzt ein Jahr darauf hingearbeitet, nach so einem Scheißstart so zurückzukommen, dann Meister zu werden, im Pokal durchzumarschieren gegen gute Gegner und ja, im Finale gibt es nur eins, dann will man gewinnen. Ja, du hast die ganze Saison von der Tribüne aus erlebt und jetzt im letzten Heimspiel doch dabei gewesen. Sehr schön, freut uns. Ja, danke, mich auch.